Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Salam alaikum moruks. Heute wieder so ein ekelhaftes Spiel, ne? Wir spielen ein Quizspiel und heute ist Samet der Moderator und Hamza und ich müssen die Fragen beantworten. Der Verlierer kommentiert. Also die erste Frage. Wann erschien der erste Star Wars Film? Boah. Okay. Ich schwöre auf Koran, ich werde nicht googeln. Schwöre auf einmal bitte. Ich schwöre auch auf Koran, ich werde nicht googeln. Allah, Bilder meiner Mutter so. Was? Was übertreibst du? Alles so gut. Ich sag nur, was, wie ist der nochmal? Er wollte einfach nur gewinnen, bäh. Alla, meine Wurst. Oh. Aber ich bin Sticks. Wann erschien der erste Star Wars Film? Dann. Fang an, so, Hamza. Lock bitte mal deine Antwort ein. 1976. Ich sag, glaube ich, nicht. Scheiße. Ich hab eine richtig kranke Zeit. 1989 hatte ich. Was? Die richtige Antwort ist 1977. Puh. Also mach. Also. Wie viele Joints raucht Snoop Dogg pro Jahr? Ich glaube, er raucht bestimmt so 80 Joints am Tag, Digga. Bist du behindert? Der Mager musst du dann, Digga, der ist dann auf Wolke 112 oder so. Voll lustig, ey. Walla, er hat ganz Stimmung gegeben. Walla, wie habt ihr da? Bitte, sag mal deine Zahl. 1250. Bist du behindert, Digga? Das raucht er in der Woche, Digga. 14.600, sag ich. Ich möchte erstmal sagen, er raucht pro Tag 80, genau 80. Sag Walla Billa. Ja, also Hamza hatte vorhin recht. Walla Billa wird geraten. Aber im Jahr raucht er 29.500. Ist der geistig behindert? Warte, erstmal ganz kurz. Oh no! Wir haben gewonnen! Ich mein, wie viel spielte der Film Avengers Endgame ein? Das ist der erfolgreichste Film der Welt. 525 Millionen und 63 Cent. Ich sag 35 Milliarden. Warum denn dann? Ich schmeiß in deine Kopf, gell? Bist du behindert? Was? Ganz kurz. So, Uno, jetzt können wir weitermachen. Der Film hat 2,8 Milliarden Dollar eingespielt. Also jetzt kommt eine Frage, die ist irgendwie haram. Wie viele Anhänger hat das Christentum? Punkt, sorry, ich punkte deine Mutter. Boah, ich 2 Milliarden, Leute. Ich sag 3,6 Milliarden. Es sind 2,26 Milliarden. Wie viele Dislikes hat das Musikvideo von Eminem Godzilla? 311.000. Ich sag 150.000. Die Antwort ist 140.806. Ja, wenn du die Frage falsch beantwortest, bist du ein Hurensohn. Tamam. Also. Warum sag ich Tamam, bin ich behindert? Viele sehen mich als Vorbild und Idol und deswegen will ich auch manchmal aufpassen, was ich sag. Auf dem Tisch liegen Joints, ja, gebildet. Wann kam das erste Video von dir, Türke zockt Outlast? 7. März. Ich wollte 17. März sagen. Die richtige Antwort ist 11. April dieses Jahr. Ja, April, was laber ich, da bin ich behindert? Walla, was kannst du? Scheiße, Walla, ich wollte sogar erstes Dings. Oh Mann, Walla, ich wollte das sogar erstes. Also so, Mann, fick deine Mutter mal. Jungs, stell dir vor, deine Tochter fickt Algerien. Es ist maximal gottlos. Ey, ich krieg keine Luft. Ich krieg keine Luft.
Deine Tochter fing einen Asiaten an. Eine Frage, ne? Sind wir nicht selber Asiaten? Ich krieg keine Luft. Warte, mir schwindelig. Wann kam das Album von Michael Jackson, Thriller? Ich sag 2004. Ich sag 1999. Das Album kommt 1982. Ja, das Mann, scheiße, wie konnte ich das nicht wissen, Mann? Er ist doch so eine wichtige Person in meinem Leben gewesen. Er muss keine wichtige Person sein, er ist allgemein mit so einem dreckigen Ohren und so. Wann ist der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gestorben? Nächste Frage. Mit wie vielen Jahren wurde Megan Fox entjungfert? 15. Ich sag 15. Die Antwort ist 17. Yeah! Was sagst du, Mann? Du musst immer 3 Stück hin. Du fetter Kung-Fu-Panda. Oh, du kennst diesen Griff. Skadoosh. Allahu Akbar. Wer nein, die Frage richtig, danke. Wer die Frage richtig beantwortet hat, VIP. Ja. Wer die Frage richtig beantwortet hat, einen VIP-Platz in der Hölle. Wie viele Follower hat Mia Khalifa auf Instagram? Du wolltest dir etwas gönnen, oder? Digga, 3,5 Millionen. 1,2 Millionen. Der hat 23,4 Millionen. Was laberst du?